Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr wahrscheinlich an meiner Stimme hört, bin ich ein bisschen krank, leider mal wieder. Aber es geht mir jetzt schon deutlich besser als die letzten Tage. Und da der Monat wieder vorbei ist und meine Kiste langsam aus allen Nähten platzt, habe ich gedacht, film's mal eben schnell ein Aufgebraucht-Video. Und zwar meine aufgebrauchten Sachen aus dem Februar. Die möchte ich euch natürlich wie jeden Monat nicht vorenthalten, meine aufgebrauchten Sachen. Und ja, deswegen starte ich jetzt mal. Wie gesagt, es ist einiges leer gegangen. Und bevor das Video viel zu lang wird, starte ich jetzt mal mit den aufgebrauchten Sachen. Viel Spaß dabei! Ja, als erstes starte ich mit Haushalts- und Food-Sachen und gehe dann wie immer über zu den Beauty-Sachen. Als erstes habe ich leer gemacht Swiffer Staubtücher, und zwar welche mit Febreze-Duft. Die riechen super angenehm und damit macht Putzen ein bisschen Spaß. Ja, die benutze ich halt, um mal eben kurz über Oberflächen trocken drüber zu wischen und auch mal um über den Fernseher drüber zu wischen und über so Elektrogeräte, wo ich nicht mit feuchten Tüchern drüber gehen möchte. Und eine Packung davon habe ich jetzt noch und die würde ich auch durchaus wieder nachkaufen. Auch diese ohne Febreze-Duft, also das war jetzt so ganz angenehm mit dem Febreze-Duft, aber ohne finde ich die auch gut und wie gesagt, wäre ein Nachkaufprodukt. Dann als nächstes aufgebraucht habe ich den Schnellentkalker von Decmit. Den habe ich für meinen alten Wasserkocher benutzt, als ich den noch in Benutzung hatte, weil der ein paar Kalkränder hatte und ich die entfernen wollte. Ich habe gleich zwei Reihen gemacht, weil ich den Wasserkocher meistens relativ voll mache und somit halt der Kalkrand relativ weit oben gesessen hat und man pro 500 ml einen Beutel braucht. Deswegen habe ich gleich zwei genommen, wie gesagt. Den fand ich gut. Der hat auch, nachdem ich den Wasserkocher einmal wieder komplett oder zweimal sogar ausgespült hatte, keine unangenehmen Nachgeschmäcker hinterlassen im Wasserkocher. Und für meinen neuen Wasserkocher kann ich mir auch durchaus vorstellen, die mal wieder nachzukaufen. Ich finde, da muss es nicht unbedingt ein teurer sein. Der hier tut's auch. Dann sind einmal leer gegangen die feuchten Bodentücher von Denkmit. Ja, diese Reißnaht hier oben ist meinem Freund zu verdanken. Er hatte nicht ganz auf dem Schirm, dass man die hier vorne aufmacht und hat sie oben an der Ecke aufgerissen. Sie sind trotz dessen nicht ausgetrocknet und sehr feucht geblieben bis zum Schluss. Also wenn das mal passiert, ist es kein Drama. Und ja, habe ich schon gesagt, die kaufe ich immer wieder nach und habe ich auch schon getan. Dann sind außerdem einmal wieder leer gegangen die feuchten Allzwecktücher von Decmit in der Richtung pure Frische. Kaufe ich auch immer wieder nach, finde ich super. Zum mal kurz wo drüber wischen. Und ja, wie gesagt, kaufe ich immer wieder nach, habe ich auch bereits schon gemacht. Und kann ich echt jedem empfehlen. Es geht super schnell, wenn man mal irgendwas verschüttet hat oder wie gesagt, mal kurz irgendwo drüber wischen, übers Waschbecken, über den Toilettendeckel. Super Produkt. Dann das letzte aus dem Bereich Haushalt ist von Gut und Günstig, beziehungsweise sind von Gut und Günstig die Schwammtücher. Hier waren jetzt 5 Stück drin. Das sind diese ganz dicken Wischtücher. Die hatte ich mal gekauft, fand die ganz in Ordnung. Ja, würde ich auch nochmal wieder kaufen, aber ich habe jetzt im Moment wieder andere. Diese dünneren von Profissimo, die finde ich doch irgendwie ein bisschen besser, weil die halt größer sind. Die saugen zwar nicht so gut auf wie diese hier, aber ich finde diese dünneren Tücher für mich zum Wischen irgendwie besser. Dann ist einmal leer gegangen von Mesmer der südafrikanische Ovambo Rooibos Vanilletee. Den trinke ich sehr gerne, den habe ich auf der Arbeit leer gemacht. Ein paar Päckchen davon habe ich jetzt, glaube ich, noch auf der Arbeit stehen, aber die Packung habe ich jetzt schon mal mitgenommen. Finde ich total lecker, war jetzt für den Winter richtig gut. Vanille schmeckt man da auf jeden Fall raus. Und ja, wer auch Vanille mag, kann sich den gerne mal anschauen. Den würde ich auch auf jeden Fall nochmal wieder kaufen, wenn ich nicht so viel Tee im Moment zu Hause hätte. Ich weiß gar nicht, irgendwie 6, 7 Packungen angefangen mit Tee zu Hause. Und der muss jetzt erstmal leer und dann kann der auch wieder hier einziehen.
Dann jetzt in der Zeit leer geworden, wo ich das erste Mal krank war, ist von Teekanne der Kamille-Fencheltee. Den mag ich ab und an mal ganz gerne, trinke ich aber meistens nur, wenn ich erkältet bin oder es mir nicht ganz so gut geht. Ja, früher hätte man mich wirklich damit jagen können, vor allem mit Fencheltee. Also das konnte ich früher als Kind überhaupt nicht trinken. Mittlerweile geht es einigermaßen, wie gesagt, auch nur dann, wenn ich mich ein bisschen kränklich fühle, dann geht mal so ein Kräutertee. Aber ansonsten trinke ich den eher selten, aber der hier schmeckt ganz gut. Wie gesagt, also hier steht drauf, mild und bekömmlich, finde ich auch, kann man ganz gut trinken. Und ich habe jetzt aktuell, habe ich Kamille Anis Fenchel, weiß gar nicht, habe ich den von Mesmer oder auch von Teekanne, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber der hier ist auch lecker und den kann ich auch mir vorstellen, mal wieder nachzukaufen. Dann auch mal wieder leer gegangen ist eine Bulgurpfanne von Alnatura. Die habt ihr ja schon öfter gesehen. Brauche ich, glaube ich, nicht mehr so viel sagen. Wenn es mal schnell gehen muss und mal was Gesundes, sage ich mal, haben möchte, anstatt Pizza, Pommes oder sonst was, kann man gut darauf zurückgreifen. Und ja, habe ich jetzt aktuell, glaube ich, nicht da, aber werde ich mir auf jeden Fall demnächst mal wieder nachkaufen. Dann einmal leer gefuttert habe ich von Seeberger das Nuts and Berries. Mag ich auch ab und zu mal ganz gerne, wenn es mal halt keine Gummitierchen und keine Schokolade sein sollen, sondern mal was Gesundes. Wobei man ja bei den Nüssen auch ein bisschen aufpassen muss, weil die viele Kalorien haben. Aber dementsprechend machen sie halt auch ein bisschen schneller satt. Und es hält auch ein bisschen länger vor als halt so Gummitierchen oder Schokolade. Und als Abwechslung halt dazu finde ich die ganz gut. Würde ich auch immer wieder nachkaufen. Ich mag halt diesen Mix aus Nüssen und getrockneten Früchten ganz gerne mal. Und ja, habe ich aktuell aber nicht da, weil ich im Moment so eine kleine Schokoladenphase habe. Dann das letzte aus dem Bereich Essen sind von Ricola die Alpensalbei. Die hatte ich mir zu Anfang meiner zweiten Kehlkopfentzündung gekauft, um so ein bisschen den Hals zu beruhigen. Und jetzt habe ich sie halt während meiner Erkältung, Grippe, wie auch immer, leer gemacht. Habe jetzt aktuell, glaube ich, gar keine da. Aber mal gucken, vielleicht lasse ich mir noch mal welche mitbringen. Und ja, die finde ich echt super lecker. Früher hätte man mich allerdings auch mit Salbei-Bonbons jagen können. Also die mochte ich überhaupt nicht. Mittlerweile mag ich den Geschmack ab und an, auch halt nur, wenn ich krank bin, ganz gerne. Und wenn ihr was Leckeres, Beruhigendes für den Hals sucht, dann könnt ihr die auch... mein Gott, heute habe ich schon wieder Sprachstörung. Dann könnt ihr euch die auch gerne mal anschauen. So, geht doch. Ja, dann mache ich weiter mit Sachen, die ich aussortiert habe. Und zwar einmal hier diesen Duschpuff, Puffel, wie auch immer, dieses Schwammdingen hier jedenfalls. Von Evelyn. Das habe ich jetzt schon ein bisschen länger nicht benutzt, in der Dusche hängen gehabt und habe gedacht, naja, wird mal wieder Zeit für Neues, da ich das auch schon, ich weiß gar nicht, das habe ich schon einige Zeit benutzt und man weiß ja nie, was sich da drinnen so für Bakterien verstecken. Deswegen habe ich mir da jetzt schon Neues von gekauft. Dann noch was, was ich aussortiert habe, das habe ich irgendwie vor ein paar Wochen in einer Tasche, die noch vom Umzug irgendwie voll war, gefunden. Und zwar hier dieses Nivea Deo Pure Invisible. Das hat leider jetzt die Angewohnheit, wenn man es drückt, kommt hier vorne aus der Öffnung so ein ganz komischer, weißlicher Schaum oder irgendwas raus. Und ich glaube, das ist dann da drinnen irgendwie gekippt und ja, weiß ich nicht. Das kommt jedenfalls immer irgendwie so ein komischer Grissel hier oben raus und das schmeiße ich dann mal lieber weg. Dann auch aussortiert habe ich den Beauty Blender. Gut, ich habe ihn jetzt, seit ich ihn aussortiert habe, nicht nochmal extra sauber gemacht. Den hatte ich jetzt, glaube ich, 3-4 Monate in Benutzung. Habe ihn zwischendurch natürlich immer wieder sauber gemacht. Aber ja, der sieht ein bisschen aus wie eine Mondlandschaft. Hat sich mittlerweile hier vorne auch ein bisschen aufgelöst. Hier unten so ein paar schwarze Punkte, wo ich mir nicht ganz sicher bin, so, naja, nicht, dass da innen anfängt zu schimmeln, deswegen kommt der jetzt auf jeden Fall in die Tonne. Den habe ich mir auch schon wieder nachgekauft. Habe ich letztens, als ich meine
andere Digitalkamera bestellt, habe gleich mitbestellt und ja, kann ich echt empfehlen. Ist zwar ein bisschen teurer, aber der Kauf lohnt sich allemal. Dafür die, ich glaube, was habe ich denn dafür ausgegeben? Ich glaube 12 oder 13 Euro, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, was ich dafür auf Amazon bezahlt habe. Ich blende es euch mal unten ein. Ihr könnt es ja online nachgucken, bloß ich habe jetzt das gerade nicht zur Hand. Also es lohnt sich auf jeden Fall, finde ich, das Geld dafür auszugeben. Und ja, habe den, wie gesagt, schon wieder nachgekauft. Dann ebenfalls aussortiert habe ich meine Kiko iBase. Die habe ich jetzt schon länger als die 6 Monate offen und hatte sie jetzt auch eine Zeit nicht in Benutzung. Da habe ich zwischendurch ein anderes Produkt verwendet, was ich euch gleich noch zeigen werde. Und ich wollte sie gestern wieder verwenden und habe dann die schwarzen Stellen gesehen, die sich schon an der Seite gebildet haben. Und habe ich gedacht, nee, das Ding kommt jetzt in die Tonne. Ich habe noch eine neue davon, die ich benutzen kann, wenn ich meine anderen kleinen Prübchen, die ich im Moment noch habe, aufgebraucht habe, und dann wird die auf jeden Fall wieder benutzt, weil die fand ich echt gut. Die hat verhindert, dass der Lidschatten in meine Lidfalte komplett gekrochen ist, und kann ich euch empfehlen. Die ist nicht ganz so teuer, weiß ich, 3-4 Euro oder was kostet die. Ich habe jetzt allerdings auch noch keine andere iBase getestet, außer eine, die ich euch gleich noch zeigen werde. Und ja, wie gesagt, wenn man mal bei Kiko ist, kann man sich die durchaus mal anschauen. Ich fand die gut. Wie gesagt, habe ich auch schon wieder nachgekauft und ja, kann ich empfehlen. Dann das letzte, was ich aussortiert habe, ist von Max Factor der Master Touch Under Eye Concealer in der Farbe, ach hier steht's, Ivory 303. Den habe ich nicht unter den Augen verwendet, weil er mir dafür zu dunkel war. Den habe ich nur so partiell verwendet, um so rote Pickelmale abzudecken. Und auch manchmal, wenn ich eine rote Nase, so wie jetzt hatte, um die rote Nase so ein bisschen abzudecken. Ich habe den jetzt aussortiert, weil ich den auch schon eine Zeit lang nicht mehr benutzt habe. Und weiß ich nicht, das Schwämmchen ist ja nicht mehr ganz so ansehnlich. Und da weiß man auch nicht, was sich da für Bakterien schon angesiedelt haben. Und deswegen kommt auch der, obwohl er noch nicht, ja, so halb aufgebraucht ist er jetzt wohl, aber ich möchte das Schwämmchen einfach nicht mehr benutzen und ja, deswegen kommt jetzt auch der in die Tonne. Ich fand ihn aber generell ganz gut, ne, wollte ich jetzt nochmal erwähnen. Hab den halt dadurch, dass ich ihn nur partiell halt angewendet habe, nicht so leer bekommen, wie ich ihn eigentlich gerne bekommen hätte. Kann ich aber mir durchaus vorstellen, nochmal wieder nachzukaufen. Dann einmal aus dem Bereich Zahnpflege aufgebraucht, habe ich die Oral-B Precision Clean Zahnbürstenköpfe. Da hatte ich mir ja jetzt die Sensitiv-Variante schon vor einer Zeit nachgekauft. Diese hier finde ich ganz gut, wobei ich jetzt festgestellt habe, dass ich die Sensitiv-Variante sogar noch einen Ticken besser finde. Und im Endeffekt hat sich das halt echt gelohnt, die Sensitiv-Variante zu kaufen, weil ich die, wie ich eben schon gesagt habe, viel besser finde. Diese hier kann ich aber mir auch durchaus nochmal vorstellen, wieder nachzukaufen. Dann habe ich einmal aufgebraucht meine Lieblingszahnpasta, die Odol Med 3 Extra White. Die macht einen super frischen Atem. Die Zähne fühlen sich nach dem Putzen sehr sauber an. Ich habe jetzt schon wieder die nächste Packung in Verwendung, die ist auch schon wieder gut ein Drittel leer, und die kaufe ich auch auf jeden Fall immer wieder nach und kann ich echt empfehlen. Ein extra White-Effekt merke ich jetzt ehrlich gesagt bei der Zahnpasta nicht. Also ich habe trotzdem leider noch immer ein bisschen Verfärbung auf den Zähnen, nicht so schön, aber ja, ich habe ehrlich gesagt auch noch keine extra White-Zahnpasta gefunden, die das wirklich komplett wegmacht, die also hält, was sie verspricht. Ne? Und ja, aber die hier kaufe ich auf jeden Fall immer wieder nach, und wie gesagt, die nächste Packung ist schon wieder ein Drittel leer. Dann habe ich zweimal Anti-Pickel-Stripes aufgebraucht, und zwar einmal welche von Isana Young und einmal welche von Balea. Finde ich beide super gut. Wie gesagt, ab und an benutze ich die mal ganz gerne, so anderthalb, 2 Monate oder was. Und ja, kaufe ich immer wieder nach, egal ob von Rossmann oder von Balea, das ist mir, von Rossmann oder von DM, so.
Das ist mir relativ wurscht, wie gesagt. Finde ich beide ganz gut und ja, kann ich empfehlen. Dann habe ich einmal einen unteren Teil von einer Luvos-Maske aufgebraucht. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie sie heißt. Repair-Maske ist das, glaube ich. Die hatte ich mal in einer Pinkbox drin. Und ja, die fand ich ganz in Ordnung. Ja, also kaufen würde ich sie mir jetzt so regulär nicht. Weiß ich nicht. Also die ist mit Buchenknospenextrakt und Heilerde, wirkt festigend und straffend. Ja, wie gesagt, war ganz in Ordnung, aber nichts Herausragendes und muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal wieder haben. Dann habe ich einmal aufgebraucht die großen Wattepads von D-Make-Up. Ja, werden immer mal wieder regelmäßig leer, werden immer wieder nachgekauft und ja, sage ich jetzt ansonsten nichts weiter zu. Dann habe ich noch einmal aufgebraucht die erfrischenden Reinigungstücher von Balea. Die habe ich ja gekauft in Kombination mit der blauen Box, die ich unbedingt haben wollte für solche Tücher. Fand ich jetzt so ganz in Ordnung. Aber ich bin immer noch ein großer Fan dieser BB-Reinigungstücher, die ich mir jetzt auch wieder nachgekauft habe auf Vorrat. Die waren ganz nett, aber muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal wieder haben. Dann habe ich endlich mal wieder ein Duschgel aufgebraucht. Lang, lang ist es her, dass ich ein Duschgel in die Kamera gehalten habe. Irgendwie weiß ich auch nicht, wird bei mir Duschgel relativ langsam leer, obwohl ich eigentlich immer alle 2 bis 3 Tage dusche und logischerweise auch Duschgel benutze. Und zwar war das hier einmal von Kneipp, die Aromapflegedusche Gute Laune mit Maracuja und Grapefruit. Ich liebe Maracuja-Duft. Also könnte ich mich reinlegen in den Duft. Ich mach's immer. Es geht mittlerweile ein bisschen mehr auf. Also ja, wie gesagt, also das Gute Laune stimmt. Bei dem Duft kann man eigentlich nur gute Laune kriegen beim Duschen. Und ja, fand ich total klasse, würde ich auch nochmal wieder nachkaufen, aber ich habe im Moment noch genug Duschgel da und das will erstmal verbraucht werden und deswegen werde ich jetzt aktuell erstmal keine Duschgels großartig nachkaufen, aber wenn ihr ein fruchtig, frisches, super riechendes Duschgel haben möchtet, dann schaut euch das unbedingt mal an und natürlich auch, wenn ihr auf Maracuja-Duft steht. Grapefruit hat man, finde ich, jetzt hier überhaupt gar nicht rausgerochen, weiß ich nicht. Also das Maracuja überwiegt auf jeden Fall. Ja, aber wie ich eben schon gesagt habe, kann ich echt empfehlen. Schaut euch die mal an, ist ein super Duft. Jetzt auch gerade, wenn es wieder Sommer wird. Und ja, schaut euch das mal an. Dann ist noch einmal leer gegangen von A auch mein regulierendes Waschgel mit weißem Tee und Ginsengextrakt. Gegen Unreinheiten, pflegt mit Feuchtigkeit. Das benutze ich ganz gerne unter der Dusche. Entweder wenn ich am Wochenende morgens dusche, um halt ein frisches Gefühl im Gesicht zu haben und den ganzen Schmodder der Nacht runterzuwaschen. Oder halt wenn ich abends dusche, um mich halt auch damit abzuschminken. Es brannte bei mir nicht in den Augen. Also ich habe es auch genommen, um das Augen-Make-up runterzunehmen. Das Einzige, was ein bisschen mich manchmal gestört hat, ist, dass ich trotz geschlossenem Mund so ein bisschen was irgendwie, wie auch immer, in den Mund gekriegt habe. Und das schmeckt halt nicht so besonders, ne? Kann man sich ja vorstellen. So ein Reinigungsgel im Mund ist jetzt nicht so der Hit. Also das hat mich dann manchmal schon ein bisschen daran gestört. Aber ansonsten hat es das Make-up ganz gut runterbekommen. Wenn ich danach, nach dem Duschen nochmal mit dem Wattepad übers Gesicht gegangen bin, war das Make-up eigentlich komplett weg. Nur mit dem Mascara hat es manchmal so ein bisschen seine Probleme. Aber dann geht man halt auch mal mit dem Augen-Make-up-Entferner, das war das Wort, was mir gerade nicht eingefallen ist, geht man da halt nochmal mit über die Augen. Übers Gesicht kann man damit auch gehen, aber über die Augen ist eigentlich sinnvoller. Und ja, würde ich mir auch nochmal wieder nachkaufen. Aktuell habe ich gerade noch ein anderes Waschgel, mein Gott, Wortfindungsstörung, habe ich gerade noch ein anderes Waschgel in der Dusche, was ich auch ganz gut finde, aber das im Wechsel kann ich mir auch vorstellen. Schaut es euch mal an, ich fand es ganz gut. Dann das letzte Produkt, was ich aufgebraucht habe im Februar, ist von Urban Decay, die Original Eyeshadow Primer Potion.
eine Long Lasting Eyeshadow Base. Die war als Probe in meiner Naked Palette mit dabei. Die trocknet unsichtbar. Die fand ich total klasse. Noch ein Ticken besser als die Eye Base von Kiko, die ich eben gezeigt habe, die ich ja aussortiert hatte. Muss ich mal schauen, vielleicht hole ich sie mir mal in größer. Ich habe jetzt aktuell noch 2,5 Pröbchen, die ich noch leer machen möchte, die ich erstmal austeste. Vielleicht gefällt mir ja eine von denen, die da mit bei waren, noch besser. Aber die fand ich auf jeden Fall gut. Und naja, ich habe jetzt auch noch nicht nach dem Preis geschaut. Also wenn sie mir zu teuer ist, werde ich sie wahrscheinlich nicht kaufen. Dann werde ich meine Kiko Eyeshadow Base erstmal benutzen. Und ja, wie gesagt, ich schaue mal. Vielleicht gibt es sie ja in Amerika günstiger. Mal sehen. Habt ihr euch wahrscheinlich gerade gefragt, wieso spricht die jetzt von in Amerika günstiger? Im April werde ich mit meinem Freund zusammen eine kleine Amerika-Tour machen. Da freue ich mich schon super drauf. Und zwar besuchen wir ein paar Tage meine Großtante, die lebt in Oklahoma. Dann leihen wir uns da ein Auto, fahren da so ein bisschen in der Gegend rum und ja, so ungefähr zwei Wochen und fliegen dann nach New York für ein paar Tage. Freue ich mich schon super drauf. Wir haben noch nichts gebucht. Ich hoffe, dass wir das jetzt die nächsten Tage machen können, weil die Kreditkarten jetzt so langsam ankommen und man ja leider irgendwie online ohne Kreditkarte heutzutage nichts mehr buchen kann. Fand ich ein bisschen schade, weil sonst hätten wir das alles schon längst gemacht. Und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Das jetzt mal so nebenbei zum Aufgebraucht-Video noch ein bisschen nebenbei Informationen. Und ja, ich hoffe, das Aufgebraucht-Video hat euch gefallen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja, dann verabschiede ich mich erstmal von euch und sage bis bald.